Die aktuellen Zahlen für die Schweiz zeigen, dass über 90% der Schäden an Nutztieren, die durch die Wölfe verursacht werden, in ungeschützten Situationen passieren. Untersuchungen und Erfahrungen zeigen, dass sich mit einem an die Situation angepassten Herdenschutz der grösste Teil der Schäden verhindern lässt. Die bisherigen Beobachtungen mit Elektrozäunen in unseren Nachbarländern, Italien, Frankreich, heute Deutschland, zeigen, dass die Wölfe Zäune, die nach empfohlenen Vorgaben aufgestellt und euch optimal unterhalten werden, euch respektiert werden von den Wölfen. Das Allerwichtigste bei den Elektrozäunen neben der Hege ist natürlich, dass der Zäune selbst genügend Stromstärke drauf hat, weil man muss sich vorstellen, der Wolf, der hat dann dermaßen empfindliche Nase, wenn er einmal einen Stromschlag verkommt, hat er gelernt für das Leben. Jeder Wolf ist ein bisschen anders. Wir gehen davon aus, dass Wölfe eine Situation beobachten und wenn es sich für die Wölfe lohnt, euch auf einen Nahrungserfolg testen und uns testen. Wenn sie dabei tatsächlich erfolgreich sind, lernen sie bei so solchen Situationen. So haben euch einzelne Wölfe euch schon Zäune übersprungen. Die Erfahrungen haben aber gezeigt, dass Wölfe Schwachstellen im Schutzsystem so euch mit Zäunen meist über kurz oder lang finden können. Uns hat einfach je länger, je mehr die Frage interessiert, wie verhalten sich Wölfe, die an einen Elektrozaun ankommen, wo probieren sie durchzukommen? Wir haben bei Kegewölfen, bei drei verschiedenen Rudeln, innerhalb des Kegs einen Zaun gestellt. Dabei haben wir vor allem das Zaunsystem getestet, das in der Schweiz traditionell als Schafzäun oder Weidezäun in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Ein Weidenetz, orange und ein Litzezaun. Die Wölfe im Portal kein Futter bekommen und dann haben wir hinter dem Zaun Fleisch da und haben dann geschaut, was passiert. Es hat Wölfe gegeben, die durch den Zaun sind und wenn Durchgänge passiert sind, sind sie vor allem unten durchgegangen. Also sie haben oft graben, bis zu 40 cm tief graben und sind unten durch. Sehr interessant sind auch die Aufnahmen, wo man sieht, wie die Wölfe systematisch den Zaun abchecken und immer oben, unten die ganze Linie kontrollieren und nach Durchschlupfmöglichkeiten eigentlich suchen. Als wir einen Zwei-Litzen-Zaun getestet haben, haben wir am Anfang unten die untere Litze und den Strom auf 25 cm gehabt. Und da ist kein Wolf durchgegangen und den haben wir so 35 cm erhöht und dann sind sie plötzlich durchgegangen. Es ist kein Wolf übers Netz gesprungen oder auch nicht über einen Litzenzaun. Die Vorstellung von dem springenden Wolf ist sehr verbreitet. Es haben viele Leute das Gefühl, der Wolf der springt und das ist unter anderem auch wegen Bildern, wie zum Beispiel das eine Bild, wo der Wolf über das Gatter springt, wo man weiss, es ist ein dressierter Wolf. Also der Wolf hat das müssen lernen, bevor es gemacht hat. Rein theoretisch ist das gar kein Problem für einen Wolf, um über den Zaun zu springen. Das sieht man ja auch bei den Hunden, wo man es extra antrainiert. Also auch ein Hund, wenn der zuerst mal an den Zaun kommt, der kommt nicht automatisch. Das ist etwas, was man wirklich systematisch den Hunden auch beibringen muss. Den Zaun abheben, das sehen, ah gut, dann kommen wir drüber und dann immer höher. Also das ist wirklich etwas, das ein Hund lernen muss. Und dann gibt es natürlich schon einzelne Spezialisten, die irgendwann halt etwas anderes versuchen, oder? Und dann halt anfangen zu springen. Ja, wenn der Wolf natürlich der springt, das ist natürlich ein bisschen eine andere Situation. Aber bei solchen Spezialisten haben ja wir in der Schweiz immer die Möglichkeit, dass man die Wölfe abschießen kann. Ein Zaun hat eine Mehrfachfunktion. Einerseits muss er Tier am Entlaufen hindern und andererseits muss er an Leute und anderen Tieren auch zeigen, dass da hier innen ein Bereich ist, wo zum Beispiel jetzt eben der Schaf vorbehalten ist. Und das Dritte, was jetzt hier auch noch dazu kommt, er muss sicherstellen, dass ein Grossraubtier, sprich zum Beispiel ein Wolf, hier nicht eindringen kann.
Wenn ich einen Zaun aufbaue, muss ich mir immer überlegen, ist das ein Zaun, der fest bleibt stehen, ist es ein Zaun, den ich wieder wegnehmen muss. Und nachher muss ich das Gelände beurteilen und der Abstand und die Art der Pfosten, die ich brauche, hängt sehr stark vom Gelände ab. Man sagt, Maximum so 8 Meter, aber wenn es Unebenheiten hat zwischendrin, dann muss man natürlich zwischendrin wieder zusätzliche Pfähle setzen. Wenn ich einen Litzenzaun mache, dann ist es ganz sicher sinnvoll, wenn in jeder Mecke und in jeder Richtungsänderung ein stabiler Pfahl ist. Ideal ist ein Holzpfahl. Und dann können wir weiterfahren mit der leichteren Pfahlwahl. Auch bei einem Weitnetz ist es ideal, wenn man bei der Ecke und in der Richtungsänderung einen stabilen Pfahl her tut, damit man das Netz nachher gut spannen kann. Weidenetz ist ideal für einen mobilen Einsatz für temporäre Weideneinzäune. Wo man nicht regelmässig beweiden, ist das eigentlich eine ganz gute Alternative. Wenn wir Weidenetz einsetzen wollen, dann muss man vorgängig das Gelände gut ausmähen, sodass sie schön gerade am Boden stehen können und gut spannen. Das ist etwas vom Wichtigsten. Weidenetz gibt es in verschiedenen Formen. Eins ist, wie wir hier sehen, mit vertikalen Stäben drin. Das hat den grossen Vorteil, dass es sich am Boden besser anpassen und ein allfälliges Unterschleifen verhindern. Auch wenn es nachher zum Beispiel ein bisschen bauchet, ist auf der anderen Seite aber ein bisschen schwerer und im Handling halt ein bisschen anspruchsvoller fürs Setzen. Nachher gibt es Sättige, wo statt die vertikalen Stäbli auch nicht stromführende Litzen haben. Und die sind ja ganz, ganz wichtig, dass man sie wirklich schön spannen, dass sie nicht durchhängen. Hier haben wir jetzt eine Litzenzaun entlang einer Strasse, die rein von der Hütensicherheit her noch eine höhere Anforderung hat als sonst irgendeinem Ort draussen im Gelände. Wir haben wiederum die 4 Litzen, die unterste 20 cm ab Boden. Und jetzt hier zusätzlich reinversetzt eine 5. Litze. Die dient dazu, dass zum Beispiel Geissen den Zaun das nicht überspringen und die Hütensicherheit somit erhöht werden kann. Und weil es hier an der Strasse noch ist, haben wir zusätzlich hier von Zeit zu Zeit noch ein blau-weißes Flatterband drin, damit man ihn visuell noch etwas besser kennzeichnen konnte. Wenn ich ein Zaungerät suche, dann muss ich mir überlegen, ist das für eine Weide, die ich in der Hofnähe habe, dann ist das Ideale ein Gerät, das am Festnetz angeschlossen ist. Das hat eine hohe Leistung, einen tiefen Energieverbrauch und ganz einen minimalen Unterhalt. Und wenn es mobile Weiden sind, die vom Betrieb weg sind, dann nehme ich ein mobiles Gerät. Dort kann ich eins nehmen, das zum Beispiel einen Akku drin hat, den ich immer wieder aufladen kann. Über eine Batterie. Ich kann eins nehmen, das mit einem Solar aufgeladen wird. Oder ich kann eins nehmen, das eine Trockenbatterie hat, die ich halt die nachher muss ersetzen muss. Ist auch abhängig vom Gelände, wo ich es hertragen muss. Beim Auslesen des Zaungeräts ist für mich wichtig, wo ist der Standort der Wiese und was habe ich dran. Das heisst, für mich habe ich ein Netz dran oder habe ich eine Sololitze oder Doppellitze. Wenn ich Wiese habe außerhalb von meinem Betrieb, habe ich gerne ein Zuggerät, das gleich Leistung bringt, das aber auch pflegeleicht ist für mich. Das heisst, ich setze hier meistens auf ein Gerät, das eine Autobatterie drin hat, dazu aber noch einen Solarkollektor drauf hat. Mit dem bringe ich die Schlagkraft an, die ich gerne hätte und muss nicht immer Batterie wechseln. Jedes Zaungerät, dass es funktioniert, braucht eine Erdung. Und zwar braucht es die Erdung, weil, wenn das Tier an die Litze herkommt, der Zaun, tut es damit den Kreislauf schließen und durch das bekommt es nachher einen Stromschlag. Wir müssen die Erdung in den Boden hinein verbinden. Und bei einem Festgerät kann man das zum Beispiel auf einen Blitzschutz nehmen. Man kann aber auch neben dem Gerät im Boden Erdungsanker einlassen. Und bei einem mobilen Gerät
nimmt man nachher einen Tätigstab mit und tut die im Gelände aussen nachher entsprechend setzen. Beim Einrichten der Erdung habe ich, wenn möglich, zwei Erdungsstäbe, möglichst lange. Wir haben hier bei diesem Apparat Grün, zweimal Minus, das heisst die Erdung. Ich habe jetzt eine dort vorne schon installiert. Probiere die hier im Abstand von etwa 3 Metern wieder zu installieren. Möglichst tief, wie ich sie bringe. Ich habe bei diesem Apparat jetzt so gel das Plus. Das heisst, da wo an den Haag geht. Vorhin mit dem Tierreingang oder bei der täglichen Kontrolle, wenn ich das Wasser auswechsle, wässere ich hier die Erdung etwas wässern. Impulsenergie bei den Schafen mindestens 3000, anzustreben ist 4000 Volt und mehr. Bedingt aber halt eine sehr gute Litzenqualität, sehr gutes Gerät, optimale Erdung und natürlich ganz guten Unterhalt. Also Unterhalt heisst, dass der Bewuchs entfernt wird, dass möglichst ein optimaler Stromfluss drin stattfindet. Die Funktionalität der Erdung wird häufig nicht überprüft. Das kann aber in 3 Schritten ganz einfach gemacht werden. Schritt 1. Man misst mit mindestens 100 Meter Entfernung zum Erdungssystem, ob man mehr als 3000 Volt kann erkennen auf dem Testgerät. Schritt 2. Mit Hilfe eines Eisenpfahls verursache ich einen Kurzschluss, sodass ich nachher auf dem Messgerät weniger als 1000 Volt habe. Beim dritten und letzten Schritt geht man zurück zum Erdungssystem. Messt mit Hilfe des Messgeräts die Erdung, die nicht mehr als 300 Volt darf angeben. Falls das nicht der Fall ist, installiert man weitere Erdungsstäbe und messt nochmal. Grundsätzlich müssen Elektrozäune, sei das Litzenzäune, sei das Weitnetz, immer unter Strom sein, wenn sie im Einsatz sind. Die gewöhnen sich daran, dass dort Strom drauf ist, respektieren das alles. Was ein absolutes No-Go ist, ist, wenn man Tiere in der Weide innen hat und keine Stromführung hat auf Netz und Litzenzäune. Das geht gar nicht. Wenn wir jetzt den Zaun beurteilen, auch von der Sichtbarkeit her, stellen wir fest, dass doch sehr viele Litzen eine rote Farbe haben. Da ist der Grund der, dass man das eigentlich einem Menschen angepasst hat, weil der Mensch die rote Farbe als Barriere eigentlich sehr gut wahrnimmt. In der Zwischenzeit weiss man aber, dass Tiere blau und weiss oder in Kombination weiss-blau viel, viel besser gesehen als rot. Darum sollte man bei einer neuen Anlage solche Farben wählen, für einen Litzenzaun zu erstellen. Wir sind mit dieser Wiese gerade an einem Wanderweg. Darum habe ich hier das Defeli montiert, damit auch alle sehen und wissen, dass der Haag Strom drauf hat. Ich habe hier am Haag blau-weiße Flatterbänder montiert. Das hilft einerseits den Tieren im Haag, andererseits auch am Wild außerhalb des Haags, um die Grenzen besser wahrzunehmen. Wir stehen jetzt hier in einer Wiese mit einem klaren Wildwechsel. Also heisst das für mich, ich muss etwas machen. Wir haben jetzt hier mit einem blau-weißen Netz gehackt, das sehr gut sichtbar ist. Dazu habe ich am Waldrand ein blau-weißes Flatterband installiert, das das Wild abbremsen, wenn es zum Wald auskommt. Wenn der Tierhalter die Sorgfaltspflicht erfüllen kann, bedingt es, dass er seinen Zaun auch regelmässig kontrolliert. Und weil er ja seine Tiere täglich kontrollieren muss, kann er zur gleichen Zeit auch gerade den Zaun überprüfen auf seine Funktionalität und die Hütensicherheit. Bei meiner täglichen Kontrolle der Tiere messe ich auch zugleich immer den Haag, ob ich die 3000 Volt erreicht habe. Wenn ich den Alltag kontrolliere, und es an einem Ort der Haag kaputt wäre, würde ich das merken, weil ich einen Zusammenfall habe. Wenn ich die 3000 Volt nicht erreiche, fange ich an mit der Fehlersuche. Liegt es am Zaungerät, wo die Batterie drin ist,
Oder sonst fange ich an rundherum zu laufen, schaue, ob der Haken noch kaputt ist. Wenn die Batterie drinnen ist, laufe ich auch rundherum, um zu schauen, ob nicht an einem Ort, der kaputt war, die Batterie leer gesaugt hat. Was hier an diesem Zaun auch noch sehr gut gemacht worden ist, ist, dass man mit einem gut leitenden Metalldraht die verschiedenen Litzen miteinander noch einmal verbunden hat. Und das muss man an mehreren Stellen machen. Durch das kann man sicherstellen, wenn man irgendeinem Ort einen Schaden hätte, dass nachher sichergestellt ist, dass von allen Seiten her der Strom auf den Litzen fließt. Hier haben wir eine Weide mit verschiedenen Weidenetztypen entlang von einem Bach. Hier ist ganz wichtig, dass man den Bach nie queren, weil einerseits durch die Querung Tiere raus können oder Tiere eben auch rein können, unten durchschleifen. Das ist das eine. Und wie wir hier sehen, hat es relativ viel Schwemmgut. Sobald der Wasserstand ein bisschen ansteigt, kann es dann sein, dass die Weidnetze gefüllt werden mit Heu und Materialien, die hergeschwemmt sind. Also immer schauen, dass man in der Längsrichtung des Bachs zäunen. Der grosse Vorteil ist natürlich, jetzt ist das Tränken der Schafe auch sichergestellt. Wir sind hier auf einer Wiese mit einem schlechteren Beispiel. Es ist ein gutes Netz. Wir sehen hier auch die Sichtverbesserung für Wild- und Nutztiere. Was hier das Problem ist, man sieht es hier gut, es ist stehen geblieben nach der Weidung. Die Instandsetzung wird sehr aufwendig. Ich kann es nicht gut entfernen, um mit dem Fadenmaier vormaien. Andererseits, wenn ich es stehen lasse, bringe ich den Strom fast nicht durch. Bei elektrischen, fest installierten Hägen kann es sein, dass manchmal ein stabiles Tor aus Holz oder Eisen montiert wird, das natürlich nicht stromführend ist. Das Tor kann die Schwachstelle des Hägen sein, weil die Tiere ohne durchkriechen können. In diesem Fall kann das mit dem elektrischen Vorspann am besten vermieden werden. Wichtig ist, dass wenn wir fertig sind mit der Weide und die wieder abbauen, wenn die Weidesaison beendet ist, muss man alle eingesetzten Flatterbänder, gleich in welcher Form dass man sie eingesetzt hat, sauber zusammennehmen, entsorgen und im anderen Jahr nachher wieder frische Bänder einsetzen, sodass man nachher wirklich auch umweltverträglich das Ganze gemacht hat.